Willkommen zurück zur Stoic Challenge Dark Souls 3 Frustrationstraining für Anfänger. Ja, hier sind wir immer noch in Irithyll of the Boreal Valley. Ich schließe einfach direkt an die letzte Folge. Ich habe sogar die Fackel noch in der Hand. Das stellen wir gleich mal ab. Damit fangen wir gleich mal an. Achso, geht ja ganz einfach. Schwupp. Wobei, so wie ich das Spiel kenne, trägt die Fackel zu meinem Gewicht bei. Und das muss ja nicht sein. Okay, erstmal hier rüber. Nachrichten. Okay. Therefore try attacking. Oh. Bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Give me the goods. Ja, das Thema letztes Mal war Frustrationstraining. Was ist das für ein Geschrei da? Keinen Überblick gehabt, aber irgendwer hat offensichtlich seine Freunde gerufen und die sind alle gekommen, aber zum Glück waren ja nicht mehr viele davon übrig. Eine Blood Gem. Gut. Gems kann man nie genug haben. In diesem Spiel habe ich den Eindruck. So, beim letzten Mal war so ein bisschen Thema das Abkoppeln einer Tätigkeit vom Risiko, das eigentlich damit verbunden ist. Als Beispiel habe ich dafür Restless Leg Syndrom und diesen Mechanismus, dass man beim Träumen die ganzen Bewegungen, von denen man träumt, nicht ausführt, weil da auch eine Kupplung getreten wird im Gehirn quasi. Und dass der Befehl nicht. Okay, das war jetzt ein bisschen überraschend. Der Befehl nicht in der entsprechenden Stelle ankommt. Und dass Spiele das ja auf eine sehr ähnliche Weise machen, indem sie einen in meistens lebensgefährliche Situationen bringen. Ganz wenig Ausnahmen. Es ist auch sehr bedauerlich, dass die meisten Spiele heutzutage Krieg als Gegenstand haben. Es ist nicht ganz unverständlich, weil Zielen und Projektile schießen halt sehr einfach umsetzbar sind als Spielmechanik. Aber ein bisschen einfallslos ist das schon. Man würde sich mehr Sachen wie Journey oder Ico. Gibt ja ein paar Beispiele, die originelle Spielmechaniken erfunden haben. Aber das meiste ist Krieg und Verderben und da geht es um Tod, Töten und getötet werden. Und beides hat natürlich, hätte in der realen Welt riesige Preise. Also getötet werden ist eh klar und selbst töten ist ja traumatisierend. Und diese Preise werden aber weggenommen. Und stattdessen kriegt man so ein bisschen Frustration ab. Da oben sind wir runtergekommen, ganz am Anfang mal. Da kann ich mich erinnern, von da oben schon diese beiden Spinnenartigen da gesehen zu haben. Ich scheue mich ein bisschen da reinzugehen, wenn man hier. Ja, sieht nur aus, als wäre es noch eine, ist aber keine. Weil man hier ja wieder mal sehr schlecht gehen kann, ne? Und dadurch natürlich auch nur sehr schlecht ausweichen. Ist auch tot, okay. Aber die eine gerade war ja jetzt auch nicht super gefährlich. Sprach's und war tot. 41.000 Seelen. Ja. Spiele koppeln diese Bestrafung nicht komplett ab, sonst würden sie nicht funktionieren als Lernprozess, aber sie machen sie sehr viel schwächer. Das ist so das Prinzip. Und dasselbe Prinzip können wir beobachten, wenn wir uns. Oh shit. Okay. Jetzt
bin ich nicht mehr ganz so erfreut, weil da hätte ich auch mehr aufpassen müssen. Das ist weit darunter. Wir müssen ja durch diese Halle mit den ganzen unsichtbaren Untoten. Eieiei. Hättest denn das jetzt wirklich gebraucht? Also es ist doppelt und dreifach ärgerlich wirklich, weil mit Sicherheit da ist vielleicht noch ein Item irgendwo versteckt, aber das wird es gewesen sein. Also das Miracle, das ich da aufgesammelt habe. Ja, und ich kann hier nicht durchrennen, weil selbst ein einzelner von diesen Gegner, wenn ich nicht aufpasse, mir erhebliche Schwierigkeiten macht. Und da sind ja wirklich mehr als nur einer. Ja. So langweilig das jetzt ist, kann euch das nicht ersparen. Nehmen wir wieder die Fackel zur Hand. Und auf ein neues. War, wenn ich mich gerade selber erinnern darf, ein bisschen sorgfältig, weil es geht mit 42.000 Seelen. Das ist jetzt wirklich nicht nichts. Theoretisch wäre jetzt der Ausgang frei, ich glaube. Ich kann das riskieren. Hier mal zu gucken, wie viele mir eigentlich hinterherkommen. Hier waren ja auch noch welche. Hier auch immer. Die noch gar nicht gespawnt, oder? Ich verstehe jetzt nicht, warum die nicht mehr hier sind, aber... Ach da. Das gibt's doch nicht. Ist das eine heimtückische Scheiße. Die sind unsichtbar. Und machen multiple Attacken aus dem Nichts. Okay, ich will eigentlich nur meine Seelen und hier raus. Das hört sich nicht gut an. Auch eine ganz lustige Mechanik. Da wollte ich eigentlich auch gerade noch was zu sagen. Wir haben über Spiele geredet. Komische Wendung eigentlich in solchen Videos, dass die Leute dann immer von wir sprechen. Oh je, ich muss da mitten rein, um meine Seelen wieder zu bekommen. Wenn ich dann auch nicht direkt gleich wieder sterbe. Ja, dann nimm sie aber auch. Himmel. Tja, so wäre es auch gegangen. Es hat immer auch ein Quäntchen Glück dabei. So, Monstrosity ahead. Drüben liegt noch ein Item. Da drüben liegt noch ein Item, ganz weit weg, das uns anlocken. Da geht es auch noch durch. Vielleicht ist das auch der Weg. Oben gab es ja auch keinen weiteren Weg mehr. Es sei denn, wir haben in dem Turm, wo abstand, noch was übersehen. Hier ist ein Blutfleck. Und da hier keine Gegner sind, heißt das, hier kommt irgendwo ein Gegner, der einen möglicherweise da in diese Ecke treibt. Schließe ich mal Sherlock-artig messerscharf. Und das Wasser ist tatsächlich unerfreulich tief. Mhm. Dafür hat es sich jetzt schon mal nicht gelohnt.
Position schon weiter. Erstaunlicherweise keine weiteren Item. Ne, da kann man nicht runter, das sieht nur so aus. Keine weiteren Items. Das muss ein bisschen stutzig machen, weil warum kann man dann hier überhaupt hin? Aber, ja, gut. Wenn wir über Spiele reden, Spiele als Metapher auch, also in dem Fall jetzt, das habe ich ja letztes Mal erwähnt, das ist ja ein Spiel, dessen zentrale Metapher die Frustration ist und der Kampf. Alles hier, habe ich schon mal drüber geredet, mit ganz wenigen Ausnahmen will alles hier uns ans Leder. Und viele Versuche davon klappen auch. Und es ist ja, ich habe gerade vor kurzem in einem, riecht nach Falle. Kürzlich den Begriff ludonarrative Dissonanz gelernt, der mir sehr gut gefällt. Das bezeichnet, geht wohl zurück auf einen Blogpost von vor ungefähr 10 Jahren und bezeichnet das Spiel Bioshock oder einen Mechanismus im Spiel Bioshock, den ich auch schon mal, nicht den Mechanismus habe ich noch nicht erwähnt, aber das Spiel Bioshock habe ich schon erwähnt, weil das in diesen ganzen Zusammenhängen sehr wegweisend war. Gut gegangen, aber irgendwie irgendwas ist mit meiner Xbox oder mit dem Spiel nicht in Ordnung und das wollte jetzt gerade wieder nicht locken. Was dann dazu führt, dass ich mit dem Schwert daneben haue. Was bei diesen Gegnern wirklich dankbar. Wunderbar. Wenigstens kein Rubbish. Man muss ja dankbar sein. Ja, nur die narrative Dissonanz. Diese Gegner nicht zu sehen sind. Ich weiß nicht, liegen die im Wasser? Das ist ein bisschen Glückssache bislang. Vom Design her sind das offenbar die kleinen Verwandten von dem Ding, was wir auf der Brücke bekämpft haben. Was natürlich die Möglichkeit offen lässt. Was soll denn das? Ja, irgendwas mit der Mechanik ist ganz merkwürdig. Also ich weiß nicht, ob man... Ich habe ja das einfachste Modell der Xbox und ich habe immer wieder den Verdacht, auch bei anderen Spielen, dass die Hardware, wenn es nicht gewachsen ist, und dann immer wieder mal Eingaben einfach übersehen werden oder viel zu spät registriert. Wie dem auch sei. Einen Topf mit Estus-Suppe, den brauchen wir aber gerade gar nicht. Und wir arbeiten jetzt wieder nach oben. Ich habe den Verdacht, dass das dann der Weg wird, wo wir wieder in diesem zentralen tempelartigen, dieser tempelartigen Anlage rauskommen, nur diesmal von oben am Bossfog. Und dann vielleicht da einen Shortcut öffnen können oder vielleicht kommt jetzt auch demnächst mal ein Bonfire, weil es ist ja jetzt auch durchaus schon eine Weile her. Oh oh. Da steht ein Ritter. Try rolling. Fury required ahead. I don't understand. Auf jeden Fall kann man
mir jetzt auch schon wieder ein bisschen weit vor für die Zeit seit dem letzten Bonfire, aber. Möglicherweise ist das unser letztes Hindernis auf dem Weg dahin. Das ist auch gar kein Hindernis, vielleicht kann man mit dem reden, der steht zu selten. Nee, Blutflecke überall. Ja. Ja. Okay, try rolling, hab's verstanden. Eieiei. Das ist ein unschöner Pfeil, der da in uns drin steckt. Tja. Das ist jetzt, an den kommt man nicht dran da oben. Und der andere kommt nicht. Eine etwas problematische Situation. Ludonarrative Dissonanz jedenfalls ist ein Clash zwischen der Mechanik eines Spiels, also den Mechanismen, die durch den Aufbau des Spiels und durch das, was man als Spieler machen kann, vorgegeben wird, und dem, was der Plot einem erzählen will. Und bei Bioshock ist das so, dass man in Plot die zentrale Philosophie, wie gesagt, von Ayn Rand, der Objektivismus, da irgendwie erwähnt wird. Und der freie Wille und kann ich mich denn überhaupt frei entscheiden? Das ist, wie gesagt, dann auch im Plot ein Thema, weil man konditioniert ist und die ganzen freien Entscheidungen, die man die ganze Zeit fällt, in Wahrheit gar keine freien Entscheidungen waren. Und die ludonarrative Dissonanz, die das Essay damals herausgearbeitet hat, ist, dass man innerhalb des Spiels gar nicht die Möglichkeit hat, die Entscheidung zu treffen, bestimmte Dinge nicht zu machen. Also das Spiel suggeriert die ganze Zeit durch seinen Plot, dass es darum geht, glaubt man an diese eingeschränkte Willensfreiheit oder glaubt man, dass man Freiheit hat. Und der Spielmechanismus verhindert aber, dass man eine Verhaltensweise kann man gar nicht ausüben. Ist ja bei Dark Souls zum Beispiel so, dass man alle Nicht-Spieler-Figuren, mit denen man interagieren kann, kann man auch umbringen, wenn man das möchte. Das hatten wir ja schon in der Kirche, bei High Wall of Lothric, oberhalb von diesem Hundemonster, sitzt diese alte Frau. Davor war eine Nachricht auf dem Boden, angreifen. Mittlerweile weiß ich leider, weil ich auch da wieder einen winzigen Spoiler aufgesessen bin. Wenn man die angreift, kommt tatsächlich noch ein weiterer Boss. Ich werde das jetzt erstmal nicht machen, bis ich nicht weiß, was das soll. Weil ich davon ausgehe, dass das irgendwann vielleicht die Handlung uns nahelegt, dass man das machen soll. Okay. Tür, zweite Etage. Das glaube ich jetzt nicht. Ah, Jesus Maria. Okay, das ist jetzt richtig, richtig weit. Ich weiß nicht, ob wir einen Bonfire übersehen haben, aber das ist scheiße weit jetzt. Das muss man dasselbe nämlich nochmal machen. Und jetzt sind es 53.000 Seelen. Ich brauche jetzt einen Bonfire, kurz gesagt. Ja, und der Spielemechanismus bei Dark Souls, dieses endlose Sterben, und dieses alles, was einem begegnet, da geht's raus, bringt uns um. Eieiei. Okay, jetzt werde ich aber mal hier. Die Strategien der genervten Spieler anwenden. Scheiß. Nein! Das gibt's doch nicht! Scheiße, das war knapp. Eieiei. Okay. Das kann aber noch schief gehen. Wieso waren die denn jetzt wieder hier oben?
Ist das doch randomisiert? Es ist doch... Himmel, Herrgott. Das sind dieselben, die vorhin hier unten waren. Eieiei. Gut. Immerhin ist es zwar weit zu laufen, aber was jetzt die Gegner angeht... Ja gut, wir müssen immer an diesen Wasserspinnen hier vorbei. Und ich habe natürlich vergessen, wie der kürzeste Weg hier durch ist. Die Treppe ist, glaube ich, da hinten. Ja, schön mit Vorsicht, 53.000 Seelen schon auf dem Spiel. Muss uns an nichts anbrennen, immer schön auf Estusse. Ja, die Mechanik in Dark Souls hat eben diese Frustration eingebaut. Das heißt, die Spielmechanik in Dark Souls ist eine, die uns die ganze Zeit sagt, die Welt will dir ans Leder. Du bist von feindseligen Mechanismen und Kreaturen umgeben. Wir sind auch... Können wir mal ein bisschen sich Zeit hinschauen. Sehr schön designt und ziemlich unheimlich. Also vor allem diese spinnenartigen Rippenbögen. Da kommen wir doch bestimmt nicht rauf. Da unten noch ein Item, das glaube ich jetzt nicht. Das darf doch nicht wahr sein, okay. Excrement covered ashes. Das andere, das Spiel einem, das ist ja, also das ist ja offensichtlich Humor, einem zur Belohnung buchstäblich Scheiße zu geben. Jetzt weiter. So, dann schleichen wir uns mal wieder an diesem Ritter vorbei. Vielleicht schaffen wir das sogar diesmal, ohne dass der Bogenschütze da oben aufwacht. Mit ein bisschen Glück kann man hier auch vielleicht vorbeischleichen, ohne dass der einen überhaupt bemerkt. Ah, sieht schlecht aus. Guck genau in die Richtung. Okay. So. Jetzt sind auf jeden Fall die Seelen schon mal da. Dann ist es schon nicht mehr ganz so schlimm, aber es ist zurückgegangen. Wunderbar. Oder? Also vom gefühlt geografisch müssten wir jetzt allmählich uns wieder dieser Kirche nähern, wahrscheinlich durch den zum Hintereingang rein. Was geht denn jetzt? Wo ist das Bonfire? Das gibt's doch nicht. Wie lange soll denn der Scheiß hier noch so gehen? Das kann doch nicht wahr sein. Bin ich langsam. Gut, fairerweise. Ich habe noch 6 Estus Flasks, aber. Eieiei, ist das eine Nerverei. Unsichtbare Caster und Hunde. Also, ich meine, das ist natürlich auch das dritte Spiel in einer Serie. Und zwar in einer Serie mit sehr intensiv spielenden Fans.
Das heißt, man muss die schon noch ein bisschen fordern, sonst sind sie enttäuscht. Aber mein lieber Scholli, wird auch gemacht. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass es bei... Ein Aufzug. Dark Souls ludonarrative Dissonanz gibt. Halleluja. Okay. Da oben ist das Bonfire. 60.000 Seelen, ne. Bevor ich jetzt irgendwas anderes mache. Auch wenn dann diese ganzen Caster da unten jetzt gleich respawnen. Das ist es wert. Denn jetzt reicht's langsam. Ich habe auch, während ich nicht aufgenommen habe, noch einen Mechanismus übrigens entdeckt. Wir haben eine Firekeeper Soul gefunden. In einem der letzten Videos. Die kann man, konnte man, ich habe sie nicht mehr. Die habe ich bei der Firekeeperin abgegeben. Und die Firekeeperin kann jetzt etwas heilen, was ich mit mir rumtrage. Wovon ich sogar 5, beziehungsweise vielleicht auch mittlerweile sogar noch mehr mit mir rumtrage. Was irgendwie mit Curse zu tun hat. Mir ist nicht ganz klar, wie der Mechanismus ist, ob das irgendwie einen negativen Effekt überhaupt hat auf mich. Wenn ich das heilen will, kostet das jedenfalls 100.000 Seelen. Welcome home, Ashen One. Wir nähern uns jetzt natürlich auch dem Bereich des Spiels, in dem man sieht es ja jetzt schon, ne, in dem man dann auch manchmal 100.000 Seelen hat. Das heißt, irgendwann können wir das auch mal heilen wahrscheinlich. So, einmal Vigor. Einmal Endurance und das war's dann schon. Oder vielleicht doch noch eine Strength drauf. Ja. Die Waffe scaled ja mit Strength. Ja, hier Heal the Dark Sigil. Wenn man im Inventory guckt. Wenn man mich lässt. Wenn man im Inventory guckt, dann stellt man fest, dass hier. Wo ist es? Ja. Ich weiß nicht, warum das bei den Key-Items liegt und warum es 5 sind und warum man das heilen kann. Ist mir alles unklar. Welcome home. Ich fällt gerade auf, dass ich das gar nicht probiert habe. Oh, es wird teurer. Farewell, Ashen One. Auch interessant. Was auch immer das zu bedeuten hat. Ja, im Gegenteil ist ja Dark Souls 1 zumindest, Dark Souls 1, ich weiß nicht, warum ich Dark Souls 1 immer sage, wenn ich versuche, den Namen des Spiels auszusprechen. Naja, Mund, füge dich. Dark Souls 1 war ja besonders bemerkenswert, weil es da gerade keine ludonarrative Dissonanz gab, sondern weil das dieser Mechanismus, dass man immer wieder stirbt und zurückgesetzt wird aufs letzte Bonfire, sich eben genau in der Geschichte gespiegelt hat. Dass man ein Untoter ist, dass man eben diesem Mechanismus unterliegt, dass man nicht sterben kann und dass das benutzt wird von den Göttern, ließ den Spieldesignern, um einen dazu zu bringen, das zu tun, was die Götter von einem wollen. Und das ist schon sehr elegant. Es ist fast ein bisschen eleganter aus dem Grund, als es bei Bioshock war. Weil es eben da diese Schwäche gab, was man auch beim Spielen gemerkt hat. Wie gesagt, der Mechanismus war dann am Ende, dass man diese Konditionierung hat und jedes Mal, wenn eine bestimmte Figur Would You Kindly sagt, ich hoffe, ich spoile das jetzt für niemanden, der das noch nicht gespielt hat,
hat man innerhalb des Spieluniversums gar nicht die Wahl gehabt. Und das würde aber natürlich im Rahmen des Spiels viel mehr Sinn machen, wenn man, ja, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, nicht hinzukriegen. Man müsste ja die Wahl haben, aber vom Spiel dann... Could this be a safe zone? What are you talking about? Ich weiß es nicht. Aber vom Spiel, also was de facto passiert ist, ist, dass jedes Mal, wenn in der Handlung diese Figur "Would you kindly do this and that" gesagt hat, und dann hat man eben this and that getan. Und man hatte natürlich als Spieler nicht die Möglichkeit, this and that nicht zu tun. Das ist einerseits ein ganz cleverer Kommentar darüber, dass... Was ist das denn jetzt schon wieder für ein Bullshit? Das gibt's doch nicht. Ja, ich sag nur, gut, dass ich an Firelink Shrine war und ein paar von diesen Seelen da abgeliefert habe. Also, hier versuche ich jetzt mal tatsächlich den Plan umzusetzen und mich nicht aufzuregen. Vielleicht schaffe ich es ja, ich glaube es nicht, aber weil, also es ist ja so, ich habe schon viel drüber geredet. Moment. Doch. Hä? Dann bist du runter. Ach, und dann geht die Treppe wieder auf. So war das. Was ist das? Nerven. Scheiße, lieber Scholli. Ja. Also, was ich gerade sagen wollte, es ist ja in keiner Hinsicht so, dass es als Lernsignal ist das vollkommen nutzlos, weil was gerade hier passiert ist, dass ich in einen Raum gehe, in dem scheinbar niemand. Okay, ich hätte natürlich besser gucken können, dann jetzt sehe ich die Augen. Wenn scheinbar niemand ist und dann plötzlich von drei Gegnern umstellt werden, sofern ist es doch ein Lernsignal. Ich muss zurück. Aber natürlich, dass direkt, wenn ich da reingehe, mehrere Gegner von oben mit Zauberscheiß auf mich werfen. Das ist natürlich nicht. Kein Lernsignal in dem Sinn, sondern oh, wie viele von euch haben sie denn hier noch versteckt? Das ist einfach nur Spielmechanik. Dann, da ist dann vielleicht auch so ein bisschen ludonarrative Dissonanz im Werk, weil das Spiel ja so tut. Und da habe ich am Anfang auch schon mal ein bisschen drüber geredet. Das Spiel tut so, als könnte man hier viel lernen. Und ganz viel von diesem scheinbaren Lernen ist aber eigentlich nur schon mal sehen, wo die Sachen sind. Und das ist ja nicht Lernen im eigentlichen Sinn. Also jetzt weiß ich halt, wenn ich hier reinkomme, hier sind 6 oder 7 Gegner, die meisten davon unsichtbar, 2 davon können Zaubersprüche auf mich werfen. Und da habe ich aber nichts gelernt. Und da habe ich was erfahren. Und das ist ja nicht dasselbe. Ich habe allerdings was gelernt, als ich gesehen habe, dass man beim Reinkommen hätte sehen können, dass die da sind. Und die Augen sehen kann. Was ist das denn jetzt wieder? Du lieber Himmel. Da haben sie aber echt Mühe gegeben. Mit unvorhersehbaren Fallen. So, wir arbeiten uns so ganz allmählich nach oben zu dieser Fog Wall. Ich höre Schritte.
not you again. Okay. Noch einer, versteht sich. Ist ja schon die Fog Wall. Das heißt, hier unten ist der, genau, der Thronraum. Mit dem Item da in der Mitte. Das, was sagt die Nachricht? Aha. Diese Nachrichten. Time for pure luck and then parrying ahead. Oh je, parrying, das kann ich nicht. Regret ahead. Alles kryptisch ohne Ende, aber hier gibt es vielleicht einen Shortcut. Denn da gab es ja auch noch eine Tür. Genau, da ist ja. Wunderbar, jetzt nicht auf den Metern sterben. Wenn wir diese Tür aufnehmen können, das wäre ein Ember. Das ist jetzt aber entschieden der falsche Moment. Vor dem Wasser nehmen wir keinen Ember zu uns. So, ich glaube noch an einer Stelle haben wir irgendwas übersehen, denn weiter unten gab es auch nochmal eine Tür, die nur von hinten aufgeht. Das ist aber was für Komplettisten. Soll wahrscheinlich heißen. Sieht zwar aus wie eine Sackgasse, in der was zu holen ist, da ist aber nichts zu holen. Ja gut, dann nehme ich doch mal den Ember ein. Noch genug Estus, um diesen Bossfight direkt auch mal zu probieren. Hier haben wir ein Summon sein, Blackhand Gotthard wieder, den hatten wir schon mal, glaube ich. Da ist noch eins. Commander Chili, und das ist dann wohl ein Spieler. Time for Pure Lock and Pairing It. Ich glaube, das war ein Spieler, denn leider ist die das Summon Sign auch schon wieder verschwunden. Ah, ne, da ist er. Da ist Commander Chili. Guten Tag, Commander Chili. Herzlich willkommen in meiner Welt. Let's take whatever is behind that fog wall down. Ob ich den schon einmal getroffen habe jetzt in diesem Kampf. Glaube nicht. Ja, jetzt. Ich habe allerdings auch noch nicht geblockt, deswegen das Schwert mal jetzt zweihändig führen. Okay, Phase 2. Diese Kämpfe nun mal so sind. Ah.
Okay. Das war jetzt sehr unspektakulär, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe gar nicht so viel gemacht. Aber ich würde auch gerne knien, aber so schnell bin ich nicht. Da bin ich in diesem Spiel einfach zu schlecht für. Danke, Commander Chili. Und danke, Black Hand Gotthard. Wobei, das ist ja eine Handpuppe. Contraption. Contraption does not move. Bonfire. So, über Fortschritt kann man diesmal nicht klagen. Wir haben den ersten Baddie von Erythil erledigt. Vielleicht auf den 1, ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, wo es jetzt weitergeht. Also da hinten ja offenbar. Aber ansonsten wüsste ich jetzt auch keine Abzweigung. Abgesehen von der einen, wie gesagt, unten. Impossible, okay. Abgesehen von der einen einseitig verschlossenen Tür, die man noch irgendwie aufkriegen muss, wäre mir jetzt nichts aufgefallen, was noch fehlt. Das heißt, wir haben auch hier wieder keine Wahl. Hier geht es weiter. Und das ist ja das, glaube ich, wo vorhin das Spiel mich hat entgleisen lassen. Dieser Mechanismus, mit dem man Lernen vorgetäuscht kriegt, ist auch ein ähnlicher Mechanismus wie der, mit dem man freien Willen in diesen Spielen vorgetäuscht kriegt. Beides findet nur sehr beschränkt statt. Also in vielen Spielen kann man ja, Mass Effect zum Beispiel, die Mass Effect Serie, vielleicht zwei von euch. In der Mass Effect Serie gibt es ja tatsächlich Dinge, auf die man Einfluss nehmen kann. Also man kann die Welt verändern, indem man bestimmte Entscheidungen trifft. Und dann hat man tatsächlich freien Willen. Das ist aber natürlich auch, ist schon klar, warum das Spiele nicht so oft machen. Das ist für die Programmierer natürlich ein riesiger Aufwand. Und es bedeutet ja, dass man diese Spiele, die, wir sehen das jetzt hier, ich weiß nicht, wie weit wir jetzt prozentual durchs Spiel durch sind, aber wir sind jetzt wahrscheinlich 20 bis 30 Stunden schon, nur on camera, also nur gefilmt. Dazu noch vielleicht 10, in denen ich das Zeug zwischendurch gemacht habe. Okay, da geht es irgendwie dann nach oben. Merken wir uns mal. Und hier liegen haufenweise Tote, Verstorbene, Schlafende. Riesen. Versteinert, tot. Aber offensichtlich nicht alle. Gar nicht so schlau, die anzugreifen. Vielleicht kann man mit einem von denen auch reden. Was war das? Aha. Und wird gehext. Oh je. Also ich bin jetzt mal hier raufgerannt in der Annahme, dass die hier diese Riesen irgendwie Necromancer aufbeleben und dass wenn ich die ausschalte, das mit den Riesen da unten ändert. Weil beim Riesen habe ich jetzt irgendwie nicht so viel ausgerichtet in meinen Angriffen. Ich fände das ja mal ganz gut, wenn das irgendwie auch reagieren würde. Mengen an Health! Tja, noch einer von denen. Immer zu viel, aber gut. Besser das als immer zu wenig. Eieiei. Gern mal einer von euch draufgehen, bitte. Scheiße, oder ich? Was ist das denn jetzt schon wieder?
Also wenn das so weitergeht mit der Lernkurve, also nee, nicht Lernkurve, ist das falsche Wort. Wie gerade gesagt, das Spiel ist ja jetzt nicht, man lernt nicht wirklich, aber mit der Schwierigkeitskurve, das wird schon schwieriger. Und zum Teil wird die dadurch kompensiert, dass ich natürlich durch meine Seeleninvestitionen und meine abgegradeten Waffen auch stärker werde und dadurch das Gefühl habe, den stärkeren Gegnern durch, ne, das ist dieser simulierte Lerneffekt. Aber ich merke, zum Teil, entweder muss ich tatsächlich noch besser werden in diesen Kampfmechanismen, wie gerade bei den beiden jetzt, dürfte Parrying eine gute Idee sein. Und so wie die aussahen, vermute ich auch mal, dass die nur einmal spawnen. Das heißt, wenn ich die jetzt einmal besiegt habe, die beiden. Nicht so leicht, wenn auch. Eieiei. Das ist eine etwas schwierige Situation hier. Okay, dann nehmen wir meine Seelen wieder. Immerhin ist ja ordentlich Platz, um rumzurennen. Kamera, jetzt geht das schon wieder los. Das ist überhaupt nicht die Seelen zum Händler getragen. So, was ist mit den Riesen jetzt los? Okay, vielleicht hat das doch nichts mit diesem Castern zu tun. Vielleicht steht ja so oder so auf. Nee, das ist hier. Na, wie ist es? Bleibt stehen. Wie so oft war sowohl der Zorn als auch die Ansicht, dass das super schwierig wird, nicht ganz gerechtfertigt. Deswegen sind wir ja hier. Diese Frustrationsattacken verdecken meistens ja den Blick. Tatsächliche Lage. Ja, okay, jetzt sind wir wieder auf dem Level hier unten. Dann sind wieder unsichtbare. Okay, ich nehme das dann zurück. Man sieht die doch nicht. Man sieht die nur unter manchen Umständen offenbar. Und dann habe ich vorhin doch nichts gelernt.
die Aufmerksamkeit. Insofern ist die Geschichte, die die Spielmechanik hier uns erzählt, Frustration ist der... Oh, dann Item auf der Hand. Stehen doch alle auf, okay. Das sind sehr schön synchronisierte, fast synchronisierte Animationen. Zwei identische Riesen. Da ist noch ein Shiny, aber ich weiß es nicht. Ich traue den ganzen Brüdern da nicht so. Noch einen. Nehme ich. Aber dann gehe ich auch. Jetzt nichts mehr. Wo haben wir uns jetzt hier... Wo haben wir uns hin verirrt? Und das ist wirklich... Uah. Das ist so... Bisschen ätzend. Okay. Ist das ein Hinweis, dass wir da rauf müssen? Ich vermute. So wie ich dieses Spiel ansonsten. Aha. Hätte man mich nicht beworfen, hätte ich es nicht gesehen. Huch, was? Was ist das denn für eine merkwürdige? Ich bin mal gespannt, wo wir jetzt rauskommen. Oha. Oha, oha. I don't know. Ich habe ein bisschen Angst. 61.000 Seelen, wir sind weit vom Bonfire. Oh, es wäre eigentlich eh schlauer zurückzugehen. Oder aber vielleicht hier ein nächstes Bonfire zu finden. Oh, ist das eine lange Leiter. Das ist wahrscheinlich unter der untersten Ebene der Kirche gelandet. Oder, ich weiß gar nicht, ob es eine Kirche ist. Palast. Naja, genauso als der Boss gerade war, ein Pontifex. Also wird es wohl eine Kirche sein. Items, mindestens eins auf unserer Höhe hier. Da sind wir gerade raufgekommen. Oh je. Doppelter Bullshit. Erstens müssen wir hier runterspringen können, dann nicht zurück. Und zweitens erinnert das sehr an die Anno Londo-Episode im ersten Dark Souls mit den verfluchten Bogenschützen auf der Mauer. Das möchte ich jetzt mit 60.000 Seelen im Gepäck riskieren. Aber, ah, da müssen wir nicht mehr. Okay, das ist tatsächlich... Sie haben es einfach nachgebaut, das finde ich jetzt ein bisschen billig. 60.000 Seelen. Das wird nämlich schief gehen. Wir wissen ja, ich weiß ja gar nicht, wo ich da oben hin muss.
Wir haben genug Homeward Bones. Let's bone home. Mir ist auch übrigens die Ironie nicht entgangen. Ich habe ja im letzten Video gesagt, dass der Grund, warum ich diese Challenge hier überhaupt mache, warum ich mich mit Stoizismus... Naja, das stimmt nicht. Stoizismus beschäftige ich mich. Weil das, glaube ich, eh eine sinnvolle Investition ist. Diese Impulse, die man hat, also wenn man die hat, ich habe die relativ stark, sich zu ärgern über Widrigkeiten, sich abzutrainieren. Das ist, glaube ich, sehr gut investierte Zeit und geistige Energie. Speaking of sehr gut investierte Energie. Und dann haben wir noch einen Bone Shard. Und Bonfire Level 6 haben wir damit schon. Okay. Wir sind jetzt gewappnet, um in den Keller zu steigen und diese beiden, oder drei waren es glaube ich, zwei Monster und ein, ich weiß nicht genau, in diesem wassergefüllten Raum da zu erledigen. Ich glaube, es ist ja auch ganz interessant, warum man, also ich habe da schon, glaube ich, ein, zwei Mal drüber gesprochen, der Mechanismus, aus dem diese Frustrationen entstehen. Bei mir zumindest ist das häufig so, dass ich mich entweder ärgere über Dinge, die ich eigentlich hätte richtig machen müssen und falsch gemacht habe. Also die da oben können wir getrost ignorieren. Hier ist noch ein Item, wie es aussieht. Es ist nur ein Schneeball. Die beiden sind weg, wie erwartet. Diese ganzen Skelettpriester kümmern uns jetzt nicht, hoffe ich. Könnte natürlich sein, dass die jetzt gleich Feuerbälle heraufwerfen. Ein bisschen unschlüssig, wo die. Ach, die Leiter war im Raum unten, okay. Später. Dann haben wir jetzt erstmal einen versuchten Run hier. Also, wir werden von beiden Seiten geschossen. Das ist jetzt lästig. Das wird aber da oben dann gleich richtig unangenehm, weil wir die ja nicht beide. Echt? Schon wieder eine Stunde rum. Kann ich kaum glauben. Aber gut. Ich starte die Aufnahme nochmal neu. Okay, jetzt müsste sie laufen. 3, 2, 1. Weg. Ja, so geht das nicht. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Weg. So. Dann. Also wir stehen hier links und rechts. In so großem Abstand, dass wir nur einen von den beiden. Wir können nur hoffen, dass wir da oben irgendwo Sichtschutz vor einem der beiden haben, dass wir uns um den anderen kümmern. Das müssen wir jetzt hier auf dem Weg rauf nicht anhalten. Ja. Selbstverständlich ist da noch ein Dritter. Okay. Die Folge ist eh schon zu lang. Dann machen wir das jetzt so. Jetzt liegen meine Seelen natürlich da oben. Eieiei. Ja, sind 20.000. Das kann ich nicht einfach da liegen lassen.
dann würde ich jetzt ganz gerne die Seelen holen und dann hoffentlich den Weg zurück schaffen. Ohne dass mich einer da runterschießt. Die Gefahr ist ja gar nicht, müssen wir jetzt zu sterben an diesen Pfeilen, sondern die Gefahr ist offensichtlich, dass man seitlich runtergeschubst wird. Zu wissen. Okay. Umso besser. Die Leiter ist doch hier. Dann müssen wir jetzt nur noch, hoffentlich liegen sie nicht gar so weit oben. Zusehen, dass wir die Seelen. Ah, die sind ganz gut. Ja, geht schon gut los. Nehmen wir uns für die nächste Folge auf. Stattdessen sterbe ich jetzt hier unten nochmal. 16.000 Seelen. Wir sind jetzt so weit fortgeschritten im Spiel, dass 16.000 Seelen schon keiner Rede mehr wert sind. Da kriegt man ja kein Level. So, hier ist nichts weiter. Hier ist ein Gegner links in der Ecke. Hier ist nichts. Da drüben ist ein ähnlicher Gegner. Das wäre ganz gut, wenn wir nur einen davon gleich kämpfen müssten. Wahrscheinlich das ist das der andere, was ignoriert. Oh je. Zwei Erkenntnisse, das ist derselbe Gegner wie der auf der Brücke, nur zwei jetzt davon und ich muss auf meine Health beachten und damit würde ich sagen, machen wir hier einen Schlusspunkt, weil das jetzt nicht so schnell klappen wird, glaube ich. Ich hätte zwar jetzt große Lust, das zum Abschluss noch zu machen, aber das ist nicht realistisch, da liegen jetzt meine Seelen unten. Wir machen so, die hole ich noch und dann quitte ich und in der nächsten Folge sehen wir dann zu, ob wir die beiden... Ich habe übrigens in der Folge, in der der Drache zum ersten Mal aufgetaucht ist, behauptet, das wäre ein Gaping Dragon. Das war ein Schluss, Level-Boss in Dark Souls 1. Die sind vom Design her sehr ähnlich, vor allem dieser sich öffnende Brustkasten mit der kieferartigen Struktur, mit diesen Rippen, die so ein bisschen wie Zähne sind. Ich fahre die ganze Zeit auf helle Punkte auf den Rüstungen rein und denke, man kann die auch sagen. Die sehen sehr ähnlich aus, die sind wahrscheinlich, das soll wahrscheinlich innerhalb der Dark Souls Mythologie eine Verwandtschaft andeuten, sind aber doch anders, denn der Gaping Dragon hatte ja diese sehr lustige Eigenschaft, dass er einen winzigen Kopf hatte. Und dramaturgisch das dann so war, dass der, wenn der aufgetaucht ist, nur erstmal diesen winzigen Kopf über den Rand eines Abgrunds geschoben hat. Und man dachte, das war ein kleiner Gegner. Und dann kam das restliche Monster und war riesig. Und bei denen hier ist das jetzt ausgewogen, mit Kopf und restlichem Körper. So, wir haben die Seelen wieder. An der Stelle machen wir nächstes Mal weiter. Bis dahin. Immer schön entspannt bleiben, stoisch bleiben, nicht frustrieren lassen. Und ich rede eigentlich hauptsächlich mit mir selber, weil nach wie vor guckt das ja eh keiner hier. Mal sehen, wie lange das so bleibt. Tschüss.